Ja, liebe Frau Tinius Wilser, liebe Kinder, sehr geehrte Damen und Herren, erstmal herzlichen Dank für die Möglichkeit, heute hier zu sein. Ich habe viele Termine als Politiker, aber das ist eher ein Termin, der ein angenehmer Termin ist, ein schöner Termin ist, da mit Musik zu tun hat, da mit Kindern zu tun hat. Ich habe gerade beim Zuhören gedacht, wenn ihr das nach 4 Wochen hingekriegt habt, wie hört es sich erst an, wenn ihr noch 4 Monate oder noch länger Zeit habt, wer weiß, was ihr dann noch alles zusammen bewerkstelligen werdet. Ich wünsche euch viel Erfolg. Das hat sich wirklich toll angehört. Großes Kompliment an alle, die mitgeholfen haben. Und beim Zuhören dachte ich gerade auch, wie schön sich eigentlich die Instrumente des Ostens und des Westens zusammen gemeinsam anhören und wie schöne Musik dabei rauskommen kann, wenn man Sass, wenn man die Gitarre, wenn man eine Geige und andere Instrumente zusammenhört oder das Ud zusammenhört, wie toll das doch zusammenpasst. Wenn man ein bisschen zurückschaut in die Musikgeschichte, dann sieht man, dass viele der Instrumente, die wir heute als selbstverständlich bezeichnen, ja nicht schon immer hier waren, sondern auch im Laufe der Zeit zu uns gekommen sind. Beispielsweise durch die Osmanen, die Kriege mitgebracht haben, aber beim Gehen Gott sei Dank auch ein paar Instrumente hier gelassen haben. Und das hat auch unsere Musik bereichert. Man kann das in der Musikgeschichte immer wieder sehen, dass wenn Menschen zusammenkommen, die Musik austauschen, meistens was Schönes dabei rauskommt. Insofern hoffe ich, dass nicht nur die Musikschule in Tübingen noch lange Jahre aktiv und erfolgreich weiterlebt, sondern ich wünsche mir in der ganzen Republik viele, viele Nachahmer, viele, viele Musikschulen, denn ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo man in der Schule natürlich zu Recht wegen der Verkürzung des Gymnasiums, weil alles ganz schnell gehen muss, wegen des Bologna-Prozesses, alles muss immer durchökonomisiert werden in der Schule, beim Studium, und da hat man dann für musische Fächer, für Kunst, für Musik nicht so viel Zeit. Und eigentlich geht uns da sehr viel verloren. Denn zu einer guten, vollständigen Bildung gehören halt nicht nur die Naturwissenschaften, sondern gehört eben auch dazu, dass man vielleicht auch ein Instrument gelernt hat. Da gehört auch dazu, dass man ein bisschen Zeit hat, sein Potenzial, seine Kreativität zu entwickeln. Deshalb hoffe ich, dass die Musikschule nicht nur... Deshalb hoffe ich nicht nur, dass die Musikschule hier blüht, sondern ich hoffe, dass viel von der Musikschulenkultur in den normalen Schulalltag auch reinkommt, weil es wäre, glaube ich, gut, wenn alle Kinder, egal welche Herkunft, egal ob ihre Eltern reicher oder weniger reich sind, ob ihre Eltern, sagt man dazu, Biodeutsche sind oder ob die Eltern eingewandert sind, dass alle gleichermaßen die Möglichkeit haben, dass ihre Kinder in Berührung kommen mit Musikinstrumenten. Manche haben das Glück, dass ihre Eltern sich für Musik interessieren, ein Instrument zu Hause haben, viel Musik hören und man dadurch schneller mit Musik in Berührung kommt. Andere haben das Glück nicht. Und auch für die ist es wichtig, dass sie mit Musikinstrumenten in Berührung kommen, und da leisten eben Musikschulen, aber auch unsere Schulen insgesamt einen wichtigen Beitrag dazu, wenn man ihnen die Möglichkeiten dazu lässt. Jetzt wurde ich ja vorher gefragt, was mein Mitbringsel quasi ist. Ich habe kein materielles Mitbringsel, sondern ich habe ein geistiges Mitbringsel. Nämlich das Mitbringsel ist, dass ich gerne mit Ihrer Unterstützung, mit eurer Unterstützung gemeinsam weiterhin dafür kämpfen möchte und mich dafür einsetzen möchte, dass es nicht nur diese Musikschule gibt, sondern dass dem, wie gesagt, viele Nachahmer folgen, dass vor allem aber in der Zeit, wo wir überall kürzen müssen, das werden euch eure Eltern und viele werden es sicherlich gesagt haben, dass man überall immer sparen muss, die Kommunen muss man sparen, im Land muss man sparen, im Bund muss man sparen, überall gibt es kein Geld. Aber ich finde, in der Zeit, wo wir Geld haben, um Banken zu retten, was ja auch wichtig ist, sollte man auch Geld haben für Musikschulen, sollte man auch Geld haben für Kultur. Sollte man auch Geld haben für Dinge, die wichtig sind, weil man sie nicht mit Geld aufwiegen kann, weil sie für uns alle wichtig sind, weil sie mit eben Kultur zu tun haben. Und darum will ich gerne mit, wie gesagt, allein schaffe ich das nicht, aber mit vielen anderen zusammen dafür sorgen, dass man das Geld, das wir haben, das leider weniger wird, dass man das klug einsetzt. Und klug einsetzt heißt für mich, dass man so einsetzt, dass wir später mehr davon haben. Und Kinder, die gut ausgebildet sind, Kinder, die sehr motiviert sind, Kinder, die eben auch Musikinstrumente lernen, sind Kinder, das kann man mit Geld gar nicht aufwiegen. Das ist viel mehr wert als alles andere. Und da finde ich, in der direkten Abwägung, wenn ich entscheiden müsste, was ist wichtiger, eine Übernachtung im Hotel mit einem mäßigen Mehrwertsteuersatz oder eine Musikschule, ich weiß, wie ich mich entscheiden würde. Ich finde, da muss man eigentlich gar nicht lange nachdenken. Wenn man manchmal die Fragen so einfach gegeneinander stellt, kommt man eigentlich, wenn man gesunden Menschenverstand hat, meistens zu richtigen Schlüssen.
Vielleicht sollte man das auch in der Politik öfters machen, dass man die Sachen manchmal so gegenüberstellt. Was ist wichtiger? Ich nehme gern nach Berlin mit, da wohne ich ja jetzt zurzeit, dass man solche Dinge fördern muss und dass man für solche Dinge eben auch die Muse, aber auch das Materielle aufbringen sollte. Jetzt will ich aber nicht länger reden, denn ich bin ja nicht hier zum Reden, sondern ich bin vor allem hier, um viel von euch zu lernen. Ich bin leider, das muss ich zum Abschluss sagen, selber ein ganz schlechtes Vorbild, was Musikinstrumente angeht. Ich hatte mal eine Gitarre, so eine Western-Gitarre, weil ich auch mal so einen Kurs angefangen habe, aber da musste man so viel Disziplin zeigen, immer regelmäßig hingehen. Und dann habe ich irgendwann aufgehört, habe die Gitarre jetzt vor kurzem jemandem geschenkt, die mehr davon anfangen, damit anfangen kann. Und in der Erzieherschule, in der ich war, da haben wir einen Blockflötenkurs gehabt, da mussten wir Blockflöte lernen. Ich habe es aber geschafft, 2 Jahre lang so zu tun, als ob ich Blockflöte spielen würde. Die Lehrerin hat es nicht gemerkt. Und sogar am Ende, bei den Noten, hat sie nicht gemerkt, dass ich eigentlich 2 Jahre lang praktisch gar nichts gelernt habe. Also außer alle meine Entchen kann ich auf der Blockflöte nicht spielen. Was ich sehr bedauere, im Nachhinein gesehen, finde ich es falsch, dass ich so mich eingestellt habe. Und ich hoffe, dass meine Kinder eher euch zum Vorbild nehmen, was die Musikinstrumente angeht, nicht ihren Papa sich zum Vorbild nehmen. Also euch viel Erfolg weiterhin. Jetzt bin ich schon sehr gespannt auf das nächste Stück. Herzlichen Dank.